Ganz ehrlich, ich glaube, ich mach ja, sobald wir das hier mit Ballonballerei oder nee, zeige ich euch. Ach Mann, wenn ich ja, nee. Ich zeig dir noch in einem Rutsch Minzjagd, ja. Ist okay. Dann haben wir das für heute abgefrühstückt erstmal und es wird definitiv wieder ein Raum kommen. Es wird definitiv wieder einer kommen. Und ich hoffe, da machen auch wieder ein paar Leute mit und ich hoffe, oder es wäre cool, wenn wir dann tatsächlich auch mal 12 Leute wären. Vielleicht war der Termin heute so unglücklich, ich weiß es nicht. Ich hatte es jetzt offen gesagt auch gar nicht so sehr verfolgt. Ich habe nur gesehen, dass mich viele Leute angeschrieben hatten diesbezüglich und ich war einfach stillschweigend davon ausgegangen, dass ja, 12 Leute schon irgendwie in den Raum reinkommen. Vielleicht habe ich auch nicht lang genug gewartet oder so, ich weiß es nicht. Die Sache ist jedenfalls, per Skype hat mich jetzt keiner mehr angeschrieben. Glaube ich zumindest. Das heißt, ich. Oh, Mist, habe ich noch erwischt? Ja, ich habe ihn noch erwischt. Ah, genau. Ich habe ihm einen blauen Ballon geklaut. Haha, das kann man nicht mit Pilzen machen. Genau. So. Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Oh, okay. Den roten habe ich ja mal geschickt abgewehrt, in der Tat. Und wie ihr vielleicht schon in der Streckenauswahl gesehen habt, also es gibt. Au. Es gibt ziemlich viele Strecken. Und, also, beziehungsweise Kurse. Finde ich persönlich. Warum geht der blaue, Quatsch, rote jetzt nicht auf? Okay. Gut, über. Es gibt ziemlich viele Strecken, also für Leute, die den Wettbewerbsmodus tatsächlich mögen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich solche Leute. Ist sicherlich was dabei. Es sind einige Retro-Kurse dabei, wie ihr gesehen habt. Also viele Sachen, die man schon vom Super Nintendo kennt oder von Game Boy Advance oder vom N64 oder. Halt Retro-Kurse. Und. Ups, ja. Diesmal ist es zumindest mal ein bisschen knapper, aber trotzdem, dafür, dass wir eigentlich. Eigentlich einen Mann mehr haben, ist es doch ein bisschen dürftig. 10 zu 14, das finde ich jetzt blöd. Wir waren doch gerade so genau rangekommen, was ist los? Scheiße. Ja, fahren müssen wir können. Ja, Spawn brauche ich nicht überfahren, in der Tat. 13 zu 14? Okay. Was war das jetzt? Ach, ein Blitz oder sowas. Kann das sein? Irgendwie ist es mit den Items hier auch komisch. Ich verstehe nicht. Hier gibt es manchmal beim Wettbewerb auch einen blauen Panzer und Blitz irgendwie und. Ich habe keinen Schimmer, wie das hier funktioniert. Es ist mir im Endeffekt auch egal. Irgendwie macht es ja Spaß, hier so rum zu kurven. Man braucht sich über nichts großartig Gedanken machen, wie ihr vielleicht auch an meinen Kommentaren merkt. Und im Endeffekt. Ja, nein. Ah, ich wollte jetzt abhauen. Mist, nein, 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 nein. Nee, böse Leute. Böse, böse, böse. Ganz böse. Ich wollte nicht schuld sein, dass das Team verliert. Nein, nein, ich wollte nicht schuld sein. Ja, verdammt. Oh. Ja, scheiße. 16 zu 20. Mist. Mist. Aber immerhin bin ich zweitbester im Team. Das freut mich jetzt. So, ganz spontan. Twizer ist jetzt auch bester im blauen Team. Das freut ihn auch ganz bestimmt. So, spontan, irgendwie. Ja, unser Team ist auch sehr ausgeglichen, in der Tat. Und das blaue Team hat gewonnen. Also, beziehungsweise rot verliert. Ja, reibt es mir noch unter die Nase. Einen Moment, bitte. Ach ja, es ist schön. Gut, einen Moment bitte. Ja, nee, einen Spielmodus zeige ich jetzt noch, wie gesagt, und dann mache ich Schluss für heute. Das muss so sein. Wir spielen Münzenjäger. Münzenjäger ist ein ganz toller Wettbewerbsmodus, so ähnlich wie Ballonballerei und so ähnlich Spaß bringt, wenn man das Glück hat, auch mal zu gewinnen. Und bei Münzenjäger geht es jetzt einfach nur darum, in den Arenen, in denen man auch im Ballonballerei unterwegs sein kann, in diesen Arenen kann man jetzt jedenfalls ganz viele Münzen einsammeln und das Team mit den meisten Münzen gewinnt. Ja. Das macht sehr viel Sinn und das macht sehr viel Spaß und ich weiß auch nicht, warum der Wettbewerbsmodus jetzt im Endeffekt bei Mario Kart Wii nicht so eine große Rolle spielt wie. Oh Gott. Warum bin ich schon wieder im kleinen Team? Warum habe ich schon wieder das Gefühl, dass ich in dem Team bin, das verliert? Also jetzt nichts gegen euch Leute, ne? Aber das kommt mir jetzt nur so spontan vor irgendwie. Vermisse ich. Nein, die Strecke will. Ja, ich will immer noch Block Plaza. In der Tat, will ich. Genau. Gebt mir Block Plaza. Block Plaza ist irgendwie meiner Lieblingsstrecke aus, also mein Lieblingskurs, mein
meiner Lieblingsarena aus dem Nintendo 64 Ableger, na, entnommen, praktisch, also nachempfunden. Ich hab keine Ahnung, was für ein Grütze ich gerade labere. Es ist nicht gut. So, wie gesagt, ihr seht jetzt hier ganz viele Münzen, die überall hier verteilt sind und die auch immer mal wieder vom Himmel regnen. Und diese ganzen schönen Münzen müssen wir einsammeln. Das Problem ist, das machen die anderen Spieler natürlich auch. Und irgendwann gehen die anderen Spieler auch irgendwann, ja, irgendwann, die gehen irgendwann dazu über, total fies zu sein und einen dann so total böse. Ich will doch nur eine Itembox, ich will doch nur eine Itembox, ich will doch nur eine Itembox und ich will eine Münze. Münze, Münze, Münze. Au. Ja. Irgendwann gehen die halt dazu über, einen abzuballern. Und dann verliert man die ganzen schönen Münzen, die man gesammelt hat. Und dann liegen die wieder in der Arena rum. Und dann können irgendwelche bösen Menschen die wieder einsammeln. Und das ist alles nicht so einfach. Hier liegen zum Beispiel wieder ganz viele Münzen rum. Ja. Irgendeine rote war da hinter mir her. So, Block-Item braucht man in jedem Falle hier. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich zumindest schon mal Maxi wieder. Da hinten ganz viele Münzen. Oh, so viele Münzen. Oh, so viele Münzen. Oh, sind das viele Münzen. Da. Ach ja, ich bin Team Blau. Ja, Leute, ihr braucht mich nicht schubsen. Das war dumm. Ja, in die Mitte dieser Arena darf man anscheinend nicht, weil da Treibsand ist. Ja, schön, dass mir das auch mal einer sagt. In der Tat. Ich bin immer noch Team Blau und Team Blau ist am Verlieren. Das finde ich doof. Gut. So, versuchen wir mal Brock zu erwischen. Aber irgendwie will er nicht so richtig. Tracer. Ja. Oh. Schön viele Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Alles meine Münzen. Ja. Aber wir haben trotzdem verdammt wenig Münzen. Warum? Leute, bitte. Lasst mich nicht hängen. Na gut, ich will meinen 6 Münzen jetzt ja auch nicht angeben. Oh Gott. Ja, mit meinen ehemaligen 6 Münzen. Da. Und nochmal verloren. Yeah, es ist so schön. Man sieht überhaupt nichts. Man fährt von der Seite einfach so rein in irgendjemanden. Und gut, Fabian brauche ich eigentlich gar nicht angreifen, weil das ist egal. Der hat fast nichts. Wir hatten hier die meisten Münzen. Verdammt nochmal. Auf den müssen wir eigentlich drauf gehen. Oh Gott. Ta. Ich glaube, zum Schluss kommen nochmal ganz viele Münzen runter oder so. Ich glaube es zumindest. Au. 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 Wie unbeholfen ich bin, ey. Ich mache Mario Kart Wii Let's Play. Ich habe dieses Spiel 2,5 Jahre. Und ich habe mich nie intensiv in diesen 2,5 Jahren mit dem Wettbewerbsmodus auseinandergesetzt. Nie. Weil es mir einfach. Ja, keine Ahnung. Na klar macht es irgendwie Spaß, mit den Leuten hier so rumzukurven und so, ne? Aber das ist nichts, was ich jeden Abend lang spielen müsste. Da fahre ich doch lieber mit den anderen um die Wette. Das finde ich um einiges unterhaltsamer, muss ich ganz ehrlich sein. Aber okay, gut. Das war ja mal wieder eine Meisterleistung von mir. Das rote Team darf noch einmal gewinnen. It's Funky Time, das Funky Stadion. Ja. Wenn er schon keine normale Strecke spendiert bekommen hat, so hat er zumindest eine kleine Arena. Ist es nicht lustig? Ja, finde ich auch. Irgendwas habe ich mir in der Pause überlegt eigentlich, was ich sagen wollte, aber jetzt habe ich es spontan wieder vergessen. Das ist schön, ja. Das ist super vorbereitet wieder. Ach ja, davon abgesehen. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen herummecker und sowas, ne? Also von wegen, ja, super vorbereitet und keine Ahnung was. Und wenn ich mich praktisch die ganze Zeit selber fertig mache und so, das muss man nicht so ernst nehmen, wie so manch einer das ab und zu mal macht. Also, ne? Das ist dann einfach nur ein bisschen Gelaber von mir. In erster Linie dient das einfach nur dazu, ein bisschen Stress abzubauen von meiner Seite aus. Zum anderen kann ich mich so gleich mal rechtfertigen. Schon im Vorfeld rechtfertigen. Ich bin in der Hinsicht ein ganz schlimmer Mensch, ja. Dass ich mich im Vorfeld schon für Sachen rechtfertige, die im Endeffekt eigentlich gar total Banane sind, aber. Also ich will nicht sagen, dass mir dieses Let's Play total Banane ist oder so. Nee, das ganz sicherlich nicht. Aber mein Gott, es gibt halt auch mal Tage, wo ich vielleicht nicht so gut drauf bin und dann, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es versprochen, mit euch 18 Uhr zu fahren und das halte ich dann in dem Moment auch. Und ich bringe es so gut über die Bühne, wie es eben
geht. Und ich glaube, also so schlecht war es auch nicht. Über ein paar Sachen musste ich ja sogar selber lachen. Ich hoffe mal, das geht dann anderen Leuten ähnlich. Oh, der war gut, ja. Habe ich Treiser mal schön erwischt in der Tat. Okay. Das wäre irgendwie sehr praktisch. Erstmal wieder ein Item zu bekommen. Dann einfach mal hier eine Bombe zu legen. Ne, bringt absolut nichts. Ja. Die Arena ist auch ein bisschen zu groß, glaube ich, für uns. Andererseits, ja, die Arena ist generell zu groß irgendwie, finde ich. Selbst für 12 Spieler. Aber okay, wer es mag. Ich muss sowas ja nicht haben. Ups. Ups. Ja, davon abgesehen. Wollt ihr mehr Wettbewerbe sehen oder irgendwie sowas? Also soll ich noch öfter Ballonball gereizt zocken? Oder sollen wir lieber bei normalen Rennen bleiben? Ihr könnt es mir gerne schreiben. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie ihr das jetzt mit dem Raum fandet. Oder wenn ihr das eher Banane fandet oder so, dann fahre ich vielleicht in Zukunft lieber wieder vermehrt normal online. Und geht auf Punktejagd. Warum ziele ich auf Burak? Ich weiß es nicht. Es tut mir im Endeffekt irgendwie leid. Das ist irgendwie Bullshit, was ich mache. Moment, ich brauche jetzt ganz dringend jemanden, den ich abballern kann. Das war doof. Nein. Oh, das hätten wir sogar fast gewinnen können, irgendwie. 34. Bitte, mach irgendjemanden einen Punkt. Nein! Wenn wir insgesamt 34 Punkte haben, wir hatten hier abgesahnt. Okay, Redgomo hat 14, Burak hat 12. Ja. Habt ihr gut gemacht, hat trotzdem nicht gereicht. Ja, ein Spieler zu wenig, daran lag es, ganz eindeutig. Ja. 3 Punkte. Daran ist es jetzt gescheitert. Hm, Blau verliert. Okay. Es hat nicht sollen sein. Es war ein komischer Tag heute irgendwie. Aber eine Sache wollte ich ja noch zeigen. Genau, wir wollten uns eure Geister noch angucken. Und das machen wir jetzt auch noch. Vorher verabschieden wir uns jetzt aber noch bei den Leuten. Weil das macht man so, wenn man einen Raum aufgemacht hat, finde ich. Weil so ein kleines bisschen Anstand und so gehört ja doch mit dazu. Man fährt ja ganz gerne mit denen. Und ich will auch gerne wieder mit euch fahren, aber... Ja, wie gesagt, das war's jetzt leider für heute. Und, ja. Wie gesagt, ich muss mich verabschieden. Nee, tut mir leid, Leute. Ich muss Schluss machen, weil ich muss auch irgendwann mal Abend essen. nee, tschüss, also... Nee, Kenny, tut mir leid, wirklich. Ich muss, also... Es tut mir so leid. Nein. 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 Ich weiß, ihr würdet gerne noch, aber nee. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Oh Mann. Das tut mir jetzt voll leid. Aber nee, das... Vielleicht mache ich jetzt am Wochenende noch. Vielleicht mache ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah, es ist alles blöd. Alle wollen spielen. Alle wollen mit mir spielen. Alle wollen das auf YouTube dann hinterher sehen. Ah, es ist nicht einfach. Macht ihr das mal selber, Mario Kart wie Let's Play. Also seht ihr mal, wie schwer das ist. So, lade aktuelle Daten runter. Ja, warum nicht? Kann man ja von Zeit zu Zeit machen. Wobei das eigentlich nur die Zeitfahrlisten und sowas aktualisiert, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Geistern zu tun hat. Ich glaube nicht. Wie dem auch sei. Wir gucken uns jetzt die Geistdaten an. Und zwar die heruntergeladenen Geistdaten. Die Daten, die ich von euch zugeschickt bekommen habe. Und diese Daten... Ja, können wir uns anschauen? Genau, ich habe 6 neue Geister bekommen. Moment. Vulkangrollen von Lukas Watter haben wir beim letzten Mal gesehen. Wir schauen uns jetzt mal die anderen an. Da hätten wir zum Beispiel Pilzschlucht von Lukas Watter und Pilzschlucht von WK Sozi. Beide haben eine relativ ähnliche Zeit, beide haben allerdings unterschiedliche Gefährte. Also Lukas hat es hier mit Knochentrocken und Quacker probiert und Sozi mit Daisy und Machbike, wenn ich das richtig sehe. Okay. Na gut, nö. Gegen Geistern treten, nee, hier oben. Wiederholung ansehen, ja. Schauen wir einfach mal die Strategie von Lukas Watter an.